Hallo YouTube und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever. Wir haben ein paar kleine Einbrüche jetzt bekommen, was den Geldfluss angeht. Das schöne Geld, was wir hier mit dem Zug gemacht haben, das fällt jetzt schon fast flach, weil die beiden Ölfelder hier hinten die Produktion auf 20 zurückgegangen ist, weil die Ölfelder einfach leer sind. Da verdienen wir jetzt also nichts mehr. Das einzigste Öl, was wir hier bekommen, ist hier durch die LKWs auf dieser langen, langen Strecke, wo wir noch zwei Ölfelder haben mit knapp 800 und einmal mit 1000. Und beziehungsweise der ist ja schon wieder, der ist schon leer. Hier war weniger drin als in der Ölquelle davor. Das ist ja ganz klasse. So, das heißt, alle LKWs hier auf der Bumont 2 Linie. Und das muss wohl gerade erst passiert sein, weil mit einer 20er Produktion hauen die das ja hier nicht so weg eigentlich. Nur das Lager schrumpft. Alles, was sie jetzt hier noch produzieren, holen die aus dem Lager. Und wenn das leer ist, dann bricht das hier auch alles zusammen. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja hier schon die Strecke erweitert zum nächsten Ölfeld. Und da sind nochmal 1000 Rohöl vorhanden. Da können wir also mit einem Klick die Fahrzeuge neu zuweisen. Ja, und alle, die jetzt kommen, kriegen kein Öl mehr ab. Höchstens mal ein. So, das heißt, wenn der angekommen ist, dann müssen wir diese Linie einstampfen. Und hier einmal über die 2 Millionen Euro teure Brücke. So, aber wir wollen ja auch mal jetzt was mit dem Flughafen machen. In Houston haben wir jetzt schon gebaut. Jetzt fehlt eben hier in New Orleans noch eine. So, hier kommt noch einer ohne Wahn an. Das ist wohl noch einer von den neuen Klondikes, die wir gekauft haben. Die fahren ja erstmal leer nach New Orleans. Was ein bisschen schade ist. 177 Waren. Schmeißen wir noch einmal eine Klondike dazwischen.
die Ölplattform macht nicht besonders viel Öl. Ich glaube nicht, dass sich das rentiert auf die Dauer hier mit mehreren Schiffen. Da werden wir bestimmt Minus machen. Minus 140k. Allerdings trügt das Ergebnis, weil die machen ja keine Einnahmen in dem Sinne. Die verlagern das ja und dann wird das hier durch die Benzinlinie dann verkauft. Das geht also hier mit drauf. Ja, 5000 Treibstoff müssen wir liefern. Das läuft natürlich noch alles hervorragend. So, der Zug. Immer nur noch so 15 Rohöl pro Fahrt. Und das sind ja nur noch Einnahmen um 200k rum. Ja, 240, und das heißt für die ganze Strecke, da machen wir Minus auf einmal. Der war sonst mit 1,7 Millionen oder so im Plus, jetzt machen wir 350k Minus. Das ist natürlich unwirtschaftlich. Müssen wir wohl diese Strecke einstampfen. So leid es mir tut. Depot kann nicht gefunden werden. Ganzen, das lohnt ja dann auch nicht mehr. Dann schicken wir mal alle hier zurück ins Depot von uns, von der San Antonio LKW-Linie. Und den Zug werden wir hier auch gleich ins Depot schicken, wenn er mal irgendwann hier ankommt. Können wir mal kurz schneller machen. So, von hier aus findet er das Depot und dann fahren wir immer rein. Ja, dann verursachen die jetzt keine Kosten mehr. Ja, die fahren auch alle ins Depot rein. Es ist wirklich schade, dass die hier dann so wenig produzieren. Immer noch viele Leute an den Haltestellen. Das ist wirklich Wahnsinn. Wie soll das werden, wenn wir jetzt erst gleich den zweiten Flughafen gebaut haben? Da kümmern wir uns mal jetzt drum. Jetzt haben wir gute 2 Millionen auf dem Konto.
Ja, hier fährt die Buslinie hier lang. Dann können wir den Flughafen hier direkt hier so hinbauen. Boah, was ist denn hier los, ey? 5 Millionen! Ist das so hügelig hier oder was ist hier los, ey? Ah ja, hier ist ein Hügel, ja, ganz toll. Ja. Hier ist ein schöner Hügel. Ja, ist ja ganz blöd. Sechs Millionen. Wenn ich jetzt direkt hier an die Straße rangehe. Wenn ich hier ein bisschen runtergehe, dann nur noch 1 Million, 1,5. Ganz, ganz, ganz merkwürdig. So, hier haben wir irgendwas mit 1,3 Millionen. Machen wir mal hier hin für 1,5 Millionen. Wir nur hoffen, dass wir jetzt hier die Straße verbinden können. Die Steigung ist zu groß. Ich habe es geahnt. Ist ja wieder richtig klasse. Müssen wir tatsächlich hier die Straße abreißen, ne? Ist ja wieder. Ach, Leute, 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 Leute. Selbst das geht noch nicht mal, ey. Ich fass es nicht, ey. Oh, nee. Steigung zu groß. Steigung zu groß, ey. Oh, nee. So, 250k. Von hier müssen wir auch nochmal irgendwie rüber hier. Ja, Kollision. So. Ah, jetzt mussten die Bus natürlich irgendwie andersrum fahren. Mal gucken, ob die jetzt von sich aus sehen, dass man jetzt hier eine neue Straße gibt. Sehr kompliziert hier alles. Ja, dann müssen wir jetzt noch die Linien, die Haltestelle hier dazufügen. Hier in
New Orleans. Hinter der zweiten Haltestelle, der Rich Street. Da müssen wir jetzt diese dazufügen. Und auf der Rückfahrt hinter der Source Street und vor der Rich Street. Ja, und das wäre das. Ist natürlich jetzt zweimal so dicht hintereinander, aber das ist ja jetzt hier nur wegen dem Flughafen. Und dann werden wir in der nächsten Folge, sobald wir Geld haben, das erste Flugzeug kaufen. Und mal gucken, ob wir damit schön Geld verdienen können. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr auch weiterhin dabei bleibt, hier bei Transportfieber. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!